CSU-Fraktion. Ich habe mir vorgenommen, einmal eine Rede, ohne dass wir uns beide verhaken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es beeindruckend, und das ist auch wichtig, glaube ich, für die Zuhörer und Zuschauer, wie oft hier die Leistung der Nachrichtendienste heute Morgen gelobt wurde. Das ist natürlich angesichts der tadellosen Leistung im Fall Al-Bakr leicht, dass wir es mal aussprechen können. Leider können wir das sehr oft nicht aussprechen. Aber gehen Sie bitte davon aus, das ist nicht einmalig. So etwas passiert sehr oft. Und solche Leistungen erwarten wir von Nachrichtendiensten, meine Damen und Herren. Leistungsfähig, selbstbewusst, modern. Solche Mitarbeiter, hochmoderne Ausstattung und eine angemessene rechtliche Möglichkeit zu arbeiten. Dafür steht die Union bei den Nachrichtendiensten. Darin investieren wir gleich in das Gesetz, anschließend in die Haushalte. Wir wollen genau so gut arbeitende Dienste, wie wir es jetzt im Fall Chemnitz erfahren haben. Und deswegen, glaube ich, muss man auch mal Plädoyer halten und nicht nur Herr Dr. Hahn, sich abends genüsslich unter die Schutzdecke unserer Sicherheitsbehörden legen und morgens deren Abschaffung fordern, wenn nichts passiert ist. Das geht einfach nicht. Das ist nicht unsere Politik. Blauäugig sind wir deswegen nicht. Da wir motivierte Dienste wollen, wissen wir, dass die auch übers Ziel hinausschießen. Das ist in jedem Gewerbe so, auch bei denen. Und deswegen passen wir auf. Eine wirkungsvolle parlamentarische Kontrolle hatten wir nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind, weil neun Abgeordnete in einem Kontrollgremium und Tausende von nachrichtendienstlichen Mitarbeitern, da habe ich mich immer gefühlt wie Sisyphus, der versucht, den Stein aufwärts zu rollen. Es war schwer möglich. Und lieber Herr Dr. Hahn, Herr Grötsch, wir haben das mit Herrn Ströbele zusammen in einer Taskforce erlebt, BND-Selektoren, wie es eigentlich gehen müsste. Und das hat mir sehr viel Motivation gegeben, genau das zu verstetigen, was wir heute machen in einem Gesetz. Eigentlich richten wir jetzt eine Dauertaskforce ein mit der Manpower, die wir brauchen. Ich glaube, besser kann man die Empfehlung aus dem NSU-Untersuchungsausschuss nach mehr parlamentarischer Kontrolle nicht umsetzen, wie wir es heute tun. Was wollen wir? Deutlich höhere Transparenz. Die öffentliche Anhörung wurde schon genannt. Wir wollen natürlich überwachen, ob die Regeln und Vorschriften eingehalten werden. Aber viel wichtiger ist mir, der ständige Bevollmächtigte und seine Mitarbeiter haben die Chance, konstruktiv zu begleiten. Was kann, was darf und was sollen unsere Dienste leisten? Diese Frage ständig mit zu beurteilen für das parlamentarische Kontrollgremium, das halte ich für wichtig. Und deswegen zitiere ich auch noch mal den Ex-Präsidenten. Wenn der das sagt, hat es wirklich Gewicht. Schindler, ein Meilenstein der parlamentarischen Kontrolle, eine vielversprechende Lösung, die Vertrauen schaffen wird. Mehr Lob und Referenz kann man für einen Gesetzentwurf eigentlich kaum bekommen. Dass der Vorsitzende endlich nicht mehr wechselt, ist ein Segen, meine Damen und Herren. Ich habe mich gefühlt wie bei Farm der Tiere. Jeder möchte mal Vorsitzender werden. So kann man doch nicht arbeiten. Entschuldigung. Jetzt haben wir einen Vorsitzenden, der führt den Laden. Das ist so ein bisschen die Welt, die ich kenne, und da kenne ich mich bestens aus. Und die hat sich auch über Jahrzehnte bewährt, glauben Sie es mir. Herr Hahn, Sie müssen vielleicht einfach lernen, wie sowas geht. Dass wir das mit dem Vertrauensgremium noch verzahnen, finde ich sehr gut. Die Kritikpunkte. Nein, der ständige Beauftragte ist nicht eine Solonummer. Er ist ein Erfüllungsgehilfe. Von mir aus eine verlängerte Werkbank. Aber wir führen ihn, wir geben ihm Anweisungen, wir kontrollieren ihn. Wenn Sie das auch nicht können, Herr Dr. Hahn, ja, dann kann Ihnen aber wirklich keiner helfen. Also wenn Sie mit Mitarbeitern nicht umgehen können, und seien Sie ehrlich, wir haben in der Taskforce, Herr Ströbele, beste Erfahrungen gemacht mit hervorragenden Mitarbeitern, die wir heute schon im PKGR haben. Ich habe da allerdings nicht wie Sie nach dem Parteibuch gefragt. Das ist mir auch völlig wurscht.
Die haben hervorragend gearbeitet. Und wissen Sie was? Ich glaube, wenn wir deren politische Präferenzen mal abfragen würden, käme alles raus, was hier vertreten ist. Und trotzdem haben sie uns klasse zugearbeitet. Das Lob muss mal sein. Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass die nächsten 12 das nicht auch können. Und das Parteibuch interessiert mich bei denen auch nicht. So. Eine Whistleblower-Regelung haben wir drin. Vielleicht nicht so, wie Sie sie haben wollen, aber wir machen halt die Dinge, die balanciert und schlau sind und nicht parteipolitisch motiviert. Und, meine Damen und Herren, die Journalisten haben uns über den grünen Klee gelobt für den Ergebnisbericht unserer Taskforce, Herr Ströbele. Es stimmt nicht, dass wir die Öffentlichkeit nicht informieren. Chapeau, hieß es, so konsequent. So dezidiert und so schonungslos hat noch nie ein PKGR die aktuelle Regierung betrachtet, analysiert und auch kritisiert. Also besser kann man es wirklich nicht machen. Genau diese Lösung verstetigen wir jetzt in einem Gesetz. Hut ab, epochale Schwelle überschritten, neues Niveau, durchgehend positiv. Aber Sie denken an den Schluss, sind die Zitate der Sachverständigen aus der öffentlichen Anhörung. Die Änderungsanträge, mein letzter Satz, Professor Dr. Amadeus Wolf, auch kein unkritischer Zeitgenosse als Sachverständiger, sagt, keiner der vorliegenden Änderungsvorschläge reicht irgendwie an den Entwurf heran, der hier vorgelegt wurde. Deswegen gehen wir gar nicht drauf ein, obwohl der Stefan Mayer das schon prima gemacht hat. Es ist einfach nichts wert, was Sie vorgelegt haben. Es tut mir leid. Stehen Sie bitte auf, Uli Grötsch hat es richtig gesagt, bei Ja und nicht bei Nein, Herr Dr. von Dotz. Dankeschön.